Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ich gucken soll. Es sind drei, nee, vier. Ich guck mal in die mittlere. Mittlere? Ja, ich guck mal in die mittlere. Ja, heute geht es nämlich um das Thema Internetarchiv. Und ich bin selbst im Internetarchiv. Mein Kanal von YouTube ist jetzt auch im Internetarchiv aktiv. Archiv aktiv, okay. Da war noch mein altes Kanalbanner, mein altes Logo. Aber nicht meine ganz alten Kanäle, mein Elvenflor 2011, von den ganzen anderen Kanälen, Florian Olms TV und sowas. Da ist natürlich nichts verfügbar von den alten Florian Olms TV Kanälen. So, dann gebe ich mal hier ein, youtube.com/Elvenflor 2020. So, jetzt habe ich mich mal hier eingegeben. So, dann drücke ich mal rauf hier auf Enter. Und dann seht ihr hier zwei Striche bei 24 und eins bei 23. Dann gucken wir mal das früheste. Sogar im März wurde ein Screenshot von meinem Kanal gemacht. Hier, geht er mal rauf. Das dauert ein bisschen jetzt, weil Internetverbindung ist eigentlich sehr gut. Aber manchmal dauert das ein bisschen manchmal dauert es, bis es lädt. Na? Es geht scharf. Ihr seht, es ladet ein bisschen. Ich warte mal, bis es Ende geladen hat. So, hier seht ihr meinen Kanal. Mein Logo sieht man nicht, weil ich da früher noch kein Logo hatte, glaube ich. Hier seht ihr. 2 weeks ago. Ach, jetzt wird's da. 3 Monate her. 2 Monate her. 2 Monate her. 2 Wochen her. Gott, oh Gott. Alter Schwede. Das Blöde ist, man sieht mein Logo nicht. Ich möchte mal wissen, welches Logo ich früher hatte. UNC. Reach Promo, was wird das denn heißen? Also, dann seht ihr hier meine Roomtour vor 2 Monaten, die ist schon ein bisschen länger her als 2 Monate, da ist die schon 1 Jahr alt. Dann haben wir das Beste von 3 Wochen, der letzten 3 Wochen private Videos und Zeitumstellung Winterzeit auf MESZ. So, ich möchte mal wissen, wie mein Logo ist, aber es wird nicht angezeigt. So, dann könnt ihr euch das nochmal hier, den Link, den könnt ihr euch nochmal abfotografieren. Jetzt könnt ihr nochmal einen kleinen Screenshot machen. Dann müsst ihr einfach www.youtube.com oder nur youtube.com/@elvenflor2020. Dann seht ihr hier jetzt mein aktuelles von heute, 24. März. Heute hat auch schon einen Screenshot gemacht, am 11. um 11.28 Uhr, um 4.03 Uhr. Gott. Ich habe schon 198. Schaffen wir noch die 200 Abonnenten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also ich bin jetzt im Internetarchiv zu finden. Also falls ihr frühere Videos von mir sehen wollt. Ihr seht, da hatte ich noch 90 Abonnenten und 419 Videos. Und jetzt habe ich noch mein aktuelles. Jetzt habe ich 516. Da hatte ich noch 419. Also jetzt habe ich 100 Videos mehr. Also jetzt seht ihr meinen aktuellen Kanal. Da habe ich jetzt diesen Logo. Und dann habe ich jetzt... Ja, hier sieht man nichts. Eigentlich hatte ich ein Logo früher gehabt. Ja, da sieht man wohl nichts. Da muss ich ein bisschen weiter scrollen. Denn ich habe jetzt mal hier auf den Pfeil gedrückt. Das ist vom 24. Januar 2024. Und übrigens, ihr habt wieder geplant, mehr am Start zu sein für euch. Da hatte ich 170 schon, also von 90 auf 170. Das ist ein Rekord. Also von 90 auf 170 in fast einem Jahr ist krass. Und ich weiß nichts mehr davon, dass ich im Internetarchiv bin. Also ihr könnt ruhig meinen Kanal angeben, www.youtube.com/@elvenflor2020. Ich bin jetzt im Internetarchiv, werde ich das Video auch nennen. Ja, also, ja, schaut gern vorbei. Man sieht bloß das Logo nicht, das ist schade. Ich wollte gerade Scheiße sagen. Also hier seht ihr meine 90 Abonnenten. Hier ist Elvenflo. 90 Subscribers. Moin, ich bin Flo aus Mecklenburg-Hagen und Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das gleiche immer noch. Moin, ich ist Flo. Ich komme aus... Ach nee. Moin, hier ist Flo. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf diesem Kanal kommt Heyde... Minecraft und vieles mehr. Gaming-Stuff, Leistung, Vlogs, teste auch ab und zu Handyspiele. So.
Aber das war's. Könnt ihr euch schnell abgucken. Ich packe euch den Link nochmal in die Videobeschreibung. So, das war's auch schon von meinem... Ja, guck mal, was ich für Livestreams hatte. Ich glaube, das wird nicht angezeigt. Nee, es wird nicht angezeigt. Scheiße. Oder doch? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.